Herzlich willkommen. Mal eine andere Ansage, weil anderes Projekt, weil kleines Nebenprojekt. Klein. Aha. Großes Nebenprojekt. Was neben den eigentlichen Let's Plays laufen wird. Und zwar baue ich für den Server ein Boss Battle Arena Event Gedöns, dachte ich mir. Sprich, ein Raum mit Portalen zu vielen Bossen. Darunter auch der Wizard-Boss. Und ich bin auch gerade nicht alleine, damit das stumpfe Bauen nicht so langweilig ist und Co. Guten Tag, der Toffer hier. Der wurschtelt da hinten an seinen Bienen rum. Hat Spaß mit Bienen. Oh ja. So, ja. Wollen wir als erstes uns ein bisschen Werkzeug. Nämlich das grobe Werkzeug muss her. Das war eine Quarry. Und diesmal keine Ender Quarry, weil die Ender Quarry hinterlässt kein großes Loch. Jetzt brauchen wir eine normale Quarry. Die macht gleich. Eine normale Quarry soll es sein, ne? Hm? So, da müssen wir jetzt mal ganz viele Gears bauen. Ich habe vergessen, wie viele. Einfach mal 9. Passt. Ich sollte die auch noch so Steingears machen. Wäre voll sinnvoll. So, Eisen. Kommst du her, Masterpaar. Gold. 1, 2, 3, 4. An die Zuschauer von dir, falls ich gleich schreien sollte, liegt es daran, dass mein Züchtungsversuch entweder fehlgeschlagen ist oder Erfolg hatte. Super, das heißt, du schreist in jeder Hinsicht. Ja, ich so. Wollte nur schon mal vorwarnen. Die grobe Buddelmaschine. Und ich habe da hinten schon einen Bereich abgesteckt, wo unser Portal aka riesengroße Pyramide hinkommt. Und ich habe auch schon den Tesserakt mir mal rausgesucht. Guckt sich einer die Landmarks an. Hier wird der ganze Spaß stattfinden. So, und den ganzen Radius müssen wir jetzt mal aktivieren. Bling! Stein daneben gehauen. Curry daneben gehauen. Komisches Bing-Geräusch. Und der Tesseract. Oben drauf. Der bezieht hier aus unserem Keller Energie. Der sollte eigentlich noch richtig eingestellt sein. Ja. Wo ist denn diese kleine Mining-Turtle-Gedöns, die normalerweise das Gitter aufbaut? Nicht da. Dann pumpt der Tesseract anscheinend nicht direkt in diese Quarry rein, dann muss ich die Quarry doch anders befeuern. Das ist ja kein Problem, holen wir uns kurz ein paar Conduits. Denk dran auch Item-Ducken zu nehmen. Das ist ein guter Vorschlag, besonders weil ich den ganzen Sand gebrauchen werden kann für die Pyramide, die ich baue. Ein paar Item-Ducks. Und Conduits. Haben wir denn noch? Oh, wir haben noch die ganz großen Conduits. Dann nehmen wir uns doch die gleich mit. So. Irgendwie sind meine Frames gerade total im Keller und ich habe keine Ahnung warum. Also noch mehr im Keller als normalerweise. Vielleicht sollte ich mal in der Grafikeinstellung was runterdrehen. Maybe too much. Render Distance mal ein bisschen runter. So, meine letzten beiden... da gehen die Frames auch schon hoch. Meine letzten beiden Kreuzungsversuchen bei mir habe ich jetzt wieder meine reinrassige Majestic Prinzessin. Also alles wieder auf Null. Back to the roots. Yeah. So, der Tesseract hier hin. Item, Item. Du sollst... Nee. So, ich hoffe, der pumpt von alleine raus. Werden wir gleich sehen. Ah, und da ist der kleine Turtle. Der sollte auch ordentlich Saft kriegen. Der hat einen ganzen Steamboiler für sich alleine.
da ja die Mob-Farm im Keller keinen Strom benötigt. Solange sie nicht farmt. Aber du baut ja schon ganz schön schnell auf, ne? Ja, wobei der Roboter ist, die Maximalgeschwindigkeit von dem ist geringer als die von der Quarry, also der braucht weniger Strom, um Maximalgeschwindigkeit zu erreichen, als die Quarry. Ich glaube, die Quarry lag bei, lass mich lügen, war das 40 MJ, 60 MJ? Ich glaube 60 MJ. Nee, ich glaube, das war eine ganz krumme Zahl. 48 MJ waren das, glaube ich. Dann ist eine Quarry auf Max-Geschwindigkeit, also braucht man 480 Flux, damit eine Quarry auf Maximalgeschwindigkeit läuft. Sollte ich hier auf jeden Fall erreichen. Sollte machbar sein, ja. Allerdings wird die hier auch ein bisschen brauchen, bis die das Loch ausgehoben hat. Aber derweil können wir hier das Terrain drumherum mal ein bisschen anpassen. Dass die Pyramide hier auch optisch reinpasst. Ja. Dafür haben wir unseren tollen Ex-Code, der mittlerweile so Silk Touch hat, damit ich dieses komische, verseuchte Bodenzeug mir holen konnte. Ich weiß nicht, ob du die Folge gesehen hast, aber es war ein Desaster. Ja. Ich hätte auch hinschreiben können, how to do it not. Okay. Ja, ein paar Fackeln hin. Ja. Ich habe nicht dran gedacht. Die geht aber schön schnell. Ja, die ist zügig. Das ist gut. So. Hier zum Beispiel haben wir diesen Riesenberg, den können wir ein bisschen smoother machen. Einfach mal ein bisschen weit weggehauen. Was für ein Spaß! Alle am Arbeiten, die Quarry und wir. Wer ist schneller? Ich würde fast schätzen wir. Ja, besonders durch die Werkzeuge, die Tinkers Teile, die machen doch, sind doch schon enorm. So, ganz weg machen müssen wir den nicht, allerdings so ein bisschen ab, bisschen flacher machen. Abflachen. Guck mal kurz nach Bienchen. Nach Bienchen und Blümchen. Warte mal, ich setze mal irgendwo eine Markierung, was das Ground Level der Pyramide angeben wird. Also die restliche Wüste und die Stadt ist auf Ebene, wenn er als Fledermaus bis 64, 65. Ja, ich glaube, das ist als Ground Level gar nicht mal so schlecht. Wie weit bist du eigentlich mit deiner Lego-Serie? Aufgenommen habe ich aber noch nicht gerendert. Ich bin eine kleine Renderschlampe momentan. Aber da geht es weiter, da geht es weiter. Hm. Machen wir mal hell, bevor die ganzen Monster in die Wüste kommen. So, das ist glaube ich das Ground Level, was wir haben wollen. Ja. Sonst auf dieser Seite, weil hier wird der Hochgang sein. Muss das alles schön auf der Ebene sein. Erinnert mich ja gerade so ein bisschen an Serious Sam. Ja.
riesige Wüste mit einem ganz großen Tempel in der Mitte, wo 3 Millionen Gegner draus spawnen. Und dann zum Schluss kommt die Pyramide selbst in Kampf und bekämpft dich. Hast du mich gespoilert? Ich kannte das Ende noch nicht. Ein epochales Spiel. Das ist wahrscheinlich, also... Keine Ahnung, wenn ihr drauf steht, einfach nur die linke Maustaste gedrückt zu halten und immer Gegner ins Zielkreuz zu nehmen und 3 Millionen Explosionen pro Sekunde zu sehen, kauft euch Serious Sam. Genau das ist das Spiel, was genau das macht. Und nicht mehr. Das ist alles. Ein Spiel zum absoluten Upragen. Stumpf Gegner wegballern. Ich glaube, ich muss mir auch noch so eine Einzelschaufel holen. Ah, die geht echt gut. Ich glaube, das mache ich mal. Ich habe doch noch so rechtlich Millimillim über. Ja, das Schöne ist, dass der Laser im Keller auch mir Kobold und Adalit ausspuckt. Und ich deshalb, glaube ich, 300 von jedem habe. Das heißt, ich kann mir alles aus Millimillim bauen, was ich möchte. Aus Millimillim. Das Einzige, was ich ein bisschen Overkill finde, ist, dass der so viel Firestone ausspuckt. Den sollten sie meiner Meinung nach da rausnehmen, weil der ist echt besonders und extrem schwer zu bekommen. Und ich habe einfach mal, wenn ich jetzt mal reingucke, Firestone, 3260 Stück. Hast du das Fenster bei dir zu Hause auf? Das Fenster? Man hört Vögelchen zwitschern bei dir. Achso, ja, ich sitze sommerlich direkt am Fenster, neben mir ein großer Baum. Und da sind manchmal ein paar Vögel drin. Das ist so Background-Atmosphäre. Dadurch, dass ich keine Minecraft-Musik verwende, ist das jetzt die Background-Atmosphäre. Sehr schön. Das heißt, im Endeffekt hört ihr jetzt Chillstep mit Vogelgezwitscher mittendrin. Sehr entspannend. Habe ich denn hier noch... Hier sind 5 Ingots drin. Habe ich irgendwas? Nee, ich habe natürlich die Pattern dafür nicht. Warum auch? Wer hat schon solche Pattern? Muss ich alles Mögliche craften. Bauen wir uns da schnell. Hast du die auch als Eisen? Also als Gussform? Ja, ich hab mir meine Schaufel auch gemacht. Ah. Dann leih ich mir mal kurz deine Pattern. Ja. Was brauche ich denn alles? Ich brauche den Shovel Head, einen Tool Rod und ein Binding. Oder brauche ich das? Ich glaube, das Binding brauche ich gar nicht mal, oder? Broad Axt, Taftura, wo sind das? Excavator, nee, den will ich nicht. Hammer, auch nicht. Hast du jetzt gerade alles rausgenommen? Hier habe ich schon, ja, da. Brauchst du Tough Tool Rod oder normale Tool Rod? Normale Tool Rod. Tough brauchen, glaube ich, nur die großen. Achso, ja, dann, ich kann hier mal gucken, das ist der Excavator, das ist der Schaufel. Ich brauchte das Toolbinding gar nicht mal. Ich hab dir jetzt die Tough Toolbot gegeben, gebe ich dir nochmal die normale. Material Cost. Stimmt, du hast mir die Tough gegeben. Aber Toolbot, glaube ich, brauche ich nicht mal, denn die habe ich selber. Die mache ich mir, glaube ich, auch aus Slime. Für mehr Haltbarkeit. Ich kann mir vorstellen, dass die Schaufel ziemlich schnell am Leiden ist. Ach ja, wenn man da... Und ja, das... geht eigentlich. Und das Tool-Teil hat, glaube ich, auch nur... Ich kann nicht... Oh, ist ja doof. Was anders. Habe ich noch im Inventar? Ja, habe ich im Inventar. So, Slime, was zum... Gib mir das Slime. Slime Tool Rod. So, das waren deine. Und jetzt Shovelhead. Schade, dass das kein Binding hat. Das hätte ich mir aus Paper machen können. Da hätte man noch ein Upgrade draufpacken können. Ja. So, normale Schaufel, Flup, Flup. Ich hab auf meiner Repair und 150 Redstone. Redstone wollte ich auch drauf knallen. Wie nenne ich das Gerät? Ich nenne das Gerät. So.
Das Gerät wird nie müde. Das Gerät. Ausnahme. Jetzt brauche ich ganz viel Redstone. Miau. Einfach mal ein Stack Redstone-Blöcke. Ich habe jetzt zum Glück 54.000 Redstone. Ach ja. Jetzt kommt, wenn man die ganze Zeit nicht online ist, aber die ganzen Laser und Co. weiterlaufen, dann sammelt man Material bis zum geht nicht mehr. Ja. Leider nichts Interessantes. Also die wirklich interessanten Sachen findest du echt nur in irgendwelchen Chests oder so. Das sind halt nur diese Basic-Ressourcen. Eisen, Redstone, Zink, Kupfer, Silber, Gold. Ja, aber haben oder nicht haben, ne? Was wollte ich denn? Stimmt, Gold wollte ich. Ich wollte mir einen Goldblock machen. Damit ich ein weiteres Upgrade drauf packen kann. Goldblock und ein Diamant. Redstone habe ich. Komischer Stein, der grüne Pampe auf sich drauf hat. Nennt sich Musison. So, Auto Repair. Das muss auch noch ran. Dann haben wir alles. Kommst du da hin, kriegst du Upgrade. Das ist das Auto Repair. Jetzt haben wir noch 3 Modifier left. Die nutzen wir voll und ganz für Redstone. Big Touch braucht die ja nicht hier. Wie jetzt mehr Redstone? Ich kann nur 50 Redstone draufpacken? Ernsthaft? Ich dachte, ich könnte da mehr draufpacken. 150. Vielleicht muss ich das erstmal voll machen, damit ich das nächste aufpacken kann. Ja. Ah, jetzt geht's. Ganz komischer Mechanismus. Gerät. Der Gerät ist einsatzbereit. Oder das Gerät. Ich hätte es der Gerät nennen sollen. Egal, das Gerät. Der kleine Bruder von der Gerät. Spielgerät wird nur manchmal müde. Schmeiß mal deine Pattern zurück. Ab in die Wüste. Was ist denn unsere Quarry? Noch nicht allzu weit. Die braucht noch. Hier ist die... So, das ist diese Linie hier. Ja, das geht schon um einige schneller. Wasser. Ich habe sie. Du hast sie. Ich habe die reinrassige Majestic Drohne. Awesome. Das heißt, da kann der Spaß her, ist jetzt richtig loslegen. Warte, der Satz war falsch formuliert. Dann kann der Spaß her jetzt erst richtig losgehen. Ach, der liegt doch los von mir aus. Egal was, Hauptsache Spaß. Weiß ich ja, wo ich später mal Bienenklamotten herkriege, vom Züchter meines Vertrauens. Ja.
Die Bienen haben doch einiges Interessantes an sich. Ich bin nur immer zu faul, diese ersten Schritte der Züchtung zu machen. Die echt mühsam sind. Ja. Deswegen mache ich die ja jetzt für alle und dann... Werde ich Bienenverleih machen. Dafür baue ich ja diesen riesen Tempel für alle. Weil das mache ich ja nicht nur... Okay, ich mache es aus Jux und Toleranz. Aber diese Arc-Magica-Bosse haben allesamt eins gemeinsam. Man kann sie nicht an derselben Ort und Stelle beschwören. Das geht nicht. Ein Beispiel, den Wasserboss kann man nur in einem Biom beschwören, wo Wasser vorhanden ist. Sprich einen Water-Biom, einen Ocean-Biom, einen River-Biom. Und dort kann man ihn auch nur beschwören, wenn es regnet. Ich habe zum Beispiel jetzt ein Age, da regnet es dauerhaft. Und da gibt es auch ein Ocean-Biom. Das heißt, da kann man zu jeder Zeit den beschwören. Den R kann man überall beschwören, allerdings nur auf einer Höhe von, ich glaube, 200 und plus. Also richtig hoch. Ja, den kannst du nur ganz oben in der Höhe beschwören. Den Schnee, der hat dasselbe Verhalten wie der Wasser, den kannst du halt nur in einem Biom beschwören, wo Schnee vorhanden ist, also ein Glacier-Biom oder irgend so ein Spaß. Den Fire kann man nur im Nether beschwören. Den Earth, glaube ich, der springt aus der Reihe. Den kannst du, glaube ich, überall beschwören. Allerdings muss ich mir bei dem noch eine Arena ausdenken, die ihm standhält, weil der hat leider eine Fähigkeit, dass er so einen Roundhouse-Kick macht und dabei alles zerlegt. Die Quarry kann gleich mal die Meteor abbauen. Der ist genau im Feld der Quarry runtergekommen. Sehr gut. Ich vernichte gerade dieses Ölfeld hier. Das ist eh so klein, dass kein Mensch das Öl haben will. Abmachen, fertig. Wir haben auch nur einen auf dem Server, der tatsächlich mit Öl arbeitet. Zwei. Zwei? Wir haben ja jetzt Lasercutten Age mit Öl Meer. Ganzes Meer aus Öl. Ganzes Ozean aus Öl? Ja. Holy crap. Lazak hat ja auch die Welt nur mit Ohren, nur mit Ohrs, ohne negative Effekte. Du meinst mit Rich Ohrs? Oder was meinst du? Ja, wir können gleich mal reingehen, wenn du eine Pause machst. Ja. Könnt ja meine Zuschauer auch mit betrachten, das ist ja nur ein Age. Ja, ich muss aber zu essen holen. Würde ich mich mal interessieren, was das für ein Age ist, weil ich kenne eigentlich nur den Rich Ore Modifier. Aber das klingt so, als sei das nicht der Rich Ore Modifier, sondern irgendwas anderes. Essen, habe ich aber zu essen irgendwo. Was ist in-game oder offline? In-game. Ich habe zum Glück meine Essen. Ich habe zum Glück meine Versorgungskiste. Ich hab mir dann meine Nether Pouch gemacht, die sich immer wieder nachfüllt und immer ein Stack Brot für mich bereithält. Und mittlerweile, Achtung Spoiler-Alarm, ich weiß nicht, wann diese Episode rauskommt, da sie ein bisschen asynchron zu den anderen Episoden rauskommen wird, ist da mittlerweile eine Mana-Trank-Versorgung drin. Also es werden automatisch Mana-Tränke reingefüllt. Oh, das ist auch nett. Das habe ich, glaube ich, letzte Episode gemacht. Vorletzte. Hier ist übrigens noch ein Bienenstock, Herr Bienenmeister. Ja, da steht ja ganz gut. Wie heißt das Ding jetzt? Das kommt auch weg. Wie heißt das Ding? Du bist genauso wie mein Chef heute. Mensch, wir müssen noch... Wie wäre denn mal, wenn du eine Aufzählung von Personen, die Dingens gemacht haben? Genau, das wär's. Mach mal eine Statistik, wo alle Personen aufgezählt sind, die Dingens gemacht haben.
Ja. Ist klar. Ja, sicher, mache ich sofort, kein Problem. Welch präzise Au Arbeitsaufgabe. Google mal kurz nach Dingens. Das hat er heute völlig gemacht. Wir haben über, naja, Statistiken und bla diskutiert. Und ständig hat er irgendwas mit Dingens gesagt. Ja, wenn die Dingens gemacht haben, dann müssen die da auftauchen. Und wenn die Dingens gemacht haben, dann müssen die da auftauchen. Chef, das sagt mir nichts. Ja, Mensch, kannst du das nicht selber dir mal denken? Hä? Ich habe hier mal was gebastelt. Wo bist du gerade? Ich bin noch hier bei der Query und versuche das drumherum auf eine Höhe zu kriegen. Hier, guckst du mal. Man schaufelt schon zum Drittel weg. Da habe ich die runtergeworfen. Ein Junkloader. Ja, aber wenn wir jetzt gleich zu Lazak dann ins Haus gehen, ist hier nicht mehr geladen. Doch. Hier, wenn wir in das Age gehen. Doch. Ach ja, die Query ist ja hier selbst Junkloader. Aber trotzdem, danke. Die lädt sich ja seit neuestem, hätte ich jetzt gesagt. Ich weiß nicht, wann das rauskam. Das ist ja auch einer der Probleme von Public-Servern, womit die zu kämpfen haben. Die verbieten sowas wie Chunkloader, aber dadurch, dass ein paar Teile sich alleine laden, wie zum Beispiel Queries, wissen sie nicht, wie sie das handeln sollen. Meistens separieren das ja, dass sie sozusagen eine Query-Welt haben und eine normale Welt. Wollen wir noch Lazak rübergehen? Ja, können wir gleich tun. Ich will noch hier kurz. Oh, wild mit der Schaufel um mich schlagen. Gott, wie das aussieht. Die Schaufel ist auf jeden Fall krass. Serious Sam versus Sand. Sand Sam. So, jetzt komme ich. Lalalala. Ich kann dir eins sagen, bau dir Hard-Container. Die sind awesome. Ja, ich habe, ich glaube, 16 von diesen Skelett-Dingern. Wenn du Miniatures Hearts brauchst, ich habe unglaublich viele durch meine Mob-Farm gekriegt. Mal hier, was Cool angebaut hat. Hast du gesehen? Ich spoilere jetzt wahrscheinlich, aber das glaube ich, stört ihn nicht, weil er bringt seine Episoden immer Hier oben. dann raus, wenn er Ja, hier. Da lass halt auch ein oben. Stück. Ah. Wie kleine Schneepenis. Welch episches Bauwerk. Ja. Und ich bin verantwortlich dafür. Glaube, wir müssen hier unten in das. Hat er das überhaupt schon gesehen? Ja, nee, ich glaube nicht, nee. Durch das Portal durch und dann. Ich weiß nicht, wo du bist. Unten, oben. Groß. Welches Portal? Das Portalgun-Portal? Ah. Genau. Okay, oh, ganz viele Bücher. Das hier. Der Testmesser. Oh, welch epische Beschriftung. Age und eine Nummer. Wenn man dann drauf kommt, was dahinter steckt. Außer Testnäser hat der ganze Rest einfach nur eine Nummerierung. Hat er die beiden Bücher etwa mit Flower, drin? Flat, Tag, Bees. Er hat Age die Bücher 111. eingesteckt, der die Sau. Nether? Vielleicht bangt der um sein Öl. Nee, ich wollte ja die Welt mit den Ach ja, mit den Ärzten. Hier sind ja zwei Portale. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Keller. Und drüben, ob wir lieber meinen Nachbar im ne? Portal-Dingens drin hat. Der diese Portal, ne? Hier, Dingens. Portal-Dingens.
versuche dich zu spoilern, aber es funktioniert nicht, wenn ich mich in seinem Haus verlaufe. Nee, hier ist, hat es tatsächlich mitgenommen, der Sack. Sack hat das Buch tatsächlich mitgenommen. Naja, dann. Leon war, ich hab Leon dabei. Machen wir noch eine Dekoration. Wir werden dann noch hinkommen. So. Bing. Auffälligkeit. Hoch 10. Ab zurück zur Quarry. Mal gucken, wie weit die ist. Interessant, ich sehe die Inhalte der Tanks. Das sind, glaube ich, deine Tanks. Weil ich habe keinen Lava-Tank. Ja, ich habe auch einen Lava-Tank. Ich habe einen Lava-Tank, ja. Crowley ist hier fleißig am Buddeln. Wunderschön. Wunderschön. Dann mal weiter Series Sam Zand spielen. Schandfleck hier kann bleiben. Dafür nehmen wir doch Godfather. So, ich glaube, den Rest lassen wir so. Lag. Ah, Lag vorbei. Oh, ganz viel Sand. Das ist gut, das kann ich gebrauchen. Warte, wo ist meine gelbe Pouch? Da ist meine gelbe Pouch. Guck mal, hier ist Sand. Wir haben ins System reingepumpt. Flup, 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 flup. Der Berg hier hinten gefällt mir noch nicht. Das müssen wir ändern. Neueste Nachrichten aus der Zuchtstation, Toffer. Ich habe jetzt eine Prinzessin, Majestic Imperial. Und ich habe eine Drohne, Majestic Imperial. Wenn ich die beiden jetzt kreuze, bekomme ich entweder nochmal eine Majestic Imperial oder ich bekomme eine reinrassig Majestic oder eine reinrassig Imperial. Egal was, es ist richtig. Ja, man braucht beide. Leider. Nee, ich möchte jetzt zu Imperial. Das ist ja mein Ziel. Die habe ich ja noch nicht. Und selbst wenn ich die nicht habe, dann habe ich zumindest eine reinrassige Majestic, aus der ich die züchten kann. Ah. Egal was, ich bin... es läuft. Ah, stimmt. Das andere war die Industrial. Ich hab grad genau. Industrial mit anderen Gedöns verdreht. Hast du es mal probiert mit einer vollautomatischen Züchtung? Ja, aber jetzt die wollte ich noch per Hand züchten. Kannst du ja durch diese komischen Pipes sagen, pump mir nur eine Drohne, die den und den Aspekt drauf hat, da rein und eine, also muss entweder als Secondary oder als Main das haben oder beides halt und eine Queen, die das oder das hat. Ja, aber dafür habe ich doch zu wenig Pipes irgendwie. Ich habe ja jetzt nur 4 Pipes. Also dann habe ich halt nur, Ich habe mich mit diesem automatischen Ding noch nie wirklich beschäftigt. What the? Mich hat ein Dark Mage gerade beschossen und ich habe meine Schaufel automatisch gedroppt. Oh, okay. Böser ein Dark Mage. Friss meinen Laserstrahl. Blitze. Mein Laser. Stirb. Stirb. Yay, ich habe das Dark Mage Model. Back to work. Was wollte ich gerade sagen? Ach ja, ich habe früher mal so eine Verkettung von irgendwie... Apiarius? Die Kleinen heißen Apiarius, oder? Apiary.
Apiary, genau. Ich hatte, glaube ich, 20 Apiary hintereinander. Das heißt, und die Drohnen sind sozusagen in der Schleife immer gelaufen und wenn sie halt den entsprechenden Aspekt drauf hatten, sind sie in dem Apiary drin reingewandert. Ansonsten sind sie halt weitergewandert und wenn sie in gar keinen gehittet wurden, dann wurden sie vernichtet. Es hat interessanterweise auch funktioniert. Es war nur sehr langfristig. Ich glaube, ich habe eine Woche gebraucht, um das Endresultat zu haben. Also es dauert sehr lange. Ja. Und das Ganze war natürlich auch ohne, also die ganzen Bienenstöcke waren ohne Upgrades, weil die konnte ich nicht automatisch nachfüllen. Ich habe die immer mal wieder per Hand nachgefüllt, wenn ich mal online kam, aber das war relativ selten. Ja, so schnell sind die auch nicht. Ah ja, die gute alte Zeit. Das war tatsächlich ein Public-Server, auf den ich mich mal wohlgefühlt habe. Leider ist der irgendwann offline gegangen. Sehr selten. Beziehungsweise er ist nicht offline gegangen, ist aber unter die Hand von einem anderen gekommen. Und der hat das Ganze extrem kommerziell angefangen hochzuziehen. Dann hatte ich da keine Lust mehr. Also mit Item-Shop und all so ein Spaß. Ja. Ich meine, wenn Server meinen, die Premium-Kits anzubieten und Premium-Ränge, ist mir das noch egal. Ja. Aber wenn man dann Rang braucht, um irgendwelche Items craften zu können, oder nutzen zu können. Wenn es um Ränge geht, die man durch Spielzeit erreichen kann, okay, da bin ich noch, da sage ich noch, okay, das kann man machen. Naja, also die hatten von da schon von vornherein so einen Premium-Rang und haben im Endeffekt nur mit einem Premium-Rang warst du in der Lage, einen Junkloader zu bauen und zu verwenden. Aber ein Premium-Rang hat im Monat dich 5 Euro gekostet. Ja, sicher. Naja, ich habe das ein paar Monate lang gemacht, weil ich dachte mir, 5 Euro im Monat umgerechnet waren irgendwie 20 Cent pro Tag, das ist jetzt auch nicht die Welt. Wenn du das mal runterrechnest, so, okay, 2 Kaugummis pro Tag kostet es mich, damit ich Premium bin. Oder eine Zigarette in meinem Fall. Ich glaube, eine Zigarette ist sogar teurer. Ja. Bin ich langsam auf der Höhe? Fast. Fast geschafft. Ach, das ist wunderschön. Letztes Mal mit Kojan drüber gesprochen. 3 Monate geht das Projekt hier jetzt schon. 3 Monate sind wir schon dabei? 3 Monate Projekt D. Oh, das ist ganz schön lang. Kommt mir gar nicht so lang vor. Ja, aber es ist knapp Folge 100. Folge 100 habe ich, glaube ich, heute schon aufgenommen. Ich bin noch nicht so weit. Ich bin irgendwo bei, ich weiß nicht was, irgendwas mit 70. Ich will unbedingt mal ein Special rausbringen, aber ich weiß nicht, was für ein Special. Meine Abonnentenzahl ist keine Nummerierung, zu der man ein Special machen kann. Einzige, was ich machen könnte, ist Klicks, weil ich so langsam Richtung 2000 Aufrufe gehe. Ein bisschen smoothiger machen. Gucken wir mal nach meinen Bienchen nochmal. So, was sieht denn hier noch unförmig aus? Der sieht noch unförmig aus.
Berganpassung. Wenn wir hinter dem Berg, ne, wenn vor dem Berg nachher die Pyramide steht, dann der Berg wird da sowieso nicht mehr auffallen. Die Pyramide wird immerhin 64 Blöcke hoch. Ja. Das wird halt ein 64x64x64 Konstrukt. Oder irgendwas in der Richtung. Ja, mit dem Pyramidenbau können wir mal noch nicht beginnen, solange die Corridor noch am Arbeiten ist, weil sonst baut ihr uns die Pyramide ab, während wir sie bauen. Das ist ein bisschen doof. Ja. Das ist wirklich interessant, wird es erst, wenn die fertig ist. Die hat leider erst ein paar Layer. Aber ich denke, das ist die erste, Ende der ersten Folge. Wir bauen uns ein Monster-Projekt zusammen. Den Sand aus dem Inventar rausschmeißen. Nein, das war die Golem-Glocke, die wollte ich nicht wegschmeißen. Darf ich mir gleich wieder aus dem ME-System rausfischen. Ja, dann bis Folge 2. Ich lasse die Quarry mal derweil eine ganze Zeit lang arbeiten. Und mal hoffen und mal gucken, wie tief das Loch ist, wenn ich die nächste Folge aufnehme. Lauf, also dann, see you later. Und schon ist das Video vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen. Lasst doch mal einen Daumen hoch da. Wenn es euch nicht gefallen hat... That's impossible. That's impossible. That's impossible. That's impossible. Dann gibt es ja immer noch den Daumen runter. You can't do that. You can't. Can't be. We can't be. We can't be. Can't be. Ja, ist ja schon gut. Wenn ihr mir was mitteilen wollt, ab in die Kommentare. Ich freue mich über jeden bisschen Text, der da unten steht. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann... abonnieren! Und wenn euch das Video wirklich so gut gefallen hat, dann empfehlt mich doch mal weiter. Also dann, man sieht sich!